Fans und Mannschaft hat Rolf Schafstall schon gegen sich. Und wonach steht im Präsidium die Nase? Präsident Dieter Braun hat unerwartet eine Italienkur unterbrochen. Krisensitzung heute Morgen. Noch eine Niederlage gegen die blau-gelben Saarbrücker wie vor 8 Tagen im Pokal und es bestünde Handlungsbedarf. Falco Götz, flotter Beginn nach 8 Minuten. Hannover übrigens wieder mit Publikumsliebling Jörg Sievers anstelle Eisenmengers im Tor. Schafstalls Zugeständnis an die zahlende Kundschaft. Ecke Pförtner, Schäfer, Klitz. Irgendwie ging ein Ruck durch die 96-11. Alle Roten so engagiert wie Verteidiger Klütz, sonst eigentlich nicht zuständig für Kunststücke. Die Gäste weiter unter Druck. Andrzej Kobylański. Kobylański. Naja, der Pole probierte es wenigstens. Die für rund 2,5 Millionen verstärkte HSV-Elf hat sich noch nicht so richtig gefunden. Kaum Spielfluss. Was bleibt da? Die eigene Faust. Martin Kroth war das. Und kennen Sie den noch? Lothar Sippel von Schafstall wegen Formkrise auf die Tribüne gesetzt. Zweiter Durchgang. Studer gegen Libero Milosch. Hartgen. Pförtner. Saarbrückens Kubik fehlerfrei. Aber so viele Bälle bekam er ja auch nicht auf sein Tor. Die Saarländer mit 7 Neuzugängen auf dem Feld, aber homogener als Hannover bei den spärlichen Kontern. Radwani, wo ist der Mitspieler? Henning Bürger, Sievers und das eine Schrittchen. Es bleibt dabei, Feuerwehrmann Schafstall ist gefordert. Die letzte Aktion, Freistoß Günther Herrmann. Kobylański, 0:0, das war's. In der zweiten Halbzeit mochte man kaum mehr hinschauen. Schafstall raus, halte es durchs Niedersachsenstadion. Das 96-Präsidium stimmte nicht mit ein. Noch hält ihn ein Vertrag bis 96 bei 96. Denn eine teure Abfindung kann sich der Verein wohl nicht leisten.